ReZero ist ein moderner Klassiker und ein Meisterwerk. Hallo und danke fürs Einschalten zu meinem Review von ReZero Kara Hachimaru Isekai Saikatsu, Episode 49, Oreo Erabe. Bevor es losgeht, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit du benachrichtigt wirst, wenn das nächste Review rauskommt. Es gab mal wieder eine 30 Minuten Episode. Nun, wenn man es genau nimmt, 29 Minuten und 30 Sekunden. Aber das ist einfach absoluter Hammer, weil hier wurden wiederum Opening und Ending geschnitten. Das Ending lief zwar, aber das war nur im Hintergrund, um einfach noch mehr Content liefern zu können. Was vollkommen notwendig war in dieser Episode, weil man hätte hier an absolut nichts sparen können. Denn die Sache mit Beatrice, über die ich noch zu sprechen komme, war einfach notwendig, dass sie so passiert, wie sie passiert ist. Und jede Sekunde, jede Minute, die man da gespart hätte, man hätte es nicht mehr zu Ende bringen können. Vielleicht, dass man hätte die Endszene, wo die beiden dann in Sanctuary fliegen, hätte auf die nächste Episode verschieben können, aber das wäre es dann im Endeffekt schon gewesen. Aber um jetzt mal auf den Anfang der Episode zu kommen. Ich lag falsch, Emilia war doch nicht Teil einer Parallelwelt, was ich mir eigentlich gedacht hatte. Aber was stattdessen der Fall war, Roswal hat es tatsächlich geschafft, es schneien zu lassen. Einfach weil Pak und Ram nicht in der Lage waren, ihn davor aufzuhalten. Das wollten sie eigentlich, jedoch hat er davor schon mit dem Zauber angefangen und es war eigentlich schon zu spät. Weil Emilia kommt raus und es schneit und die Dorfbewohner warten auf sie. Und sie schafft es, die Dorfbewohner in Sicherheit zu bringen, weil die Vielhasen sind schon da. Und das hat mir ehrlich gesagt wirklich, wirklich viel Angst bereitet. Und ist noch immer meine persönlich größte Sorge, wo ich mich frage, kann da jetzt wirklich jeder überleben? Wird da nicht irgendwer angeschlagen sein? Weil mal ganz davon abgesehen, dass ich glaube, dass Ram noch lebt, einfach durch den Versuch von Roswal. Denn da merkt man, sie scheint noch ein Lebenszeichen von sich zu geben, aber inwiefern Roswal selber noch zu irgendwas in der Lage ist, ist halt die andere Frage. Weil der wirkt nicht mehr wirklich, als könnte er irgendetwas auslösen, wobei ich mir durchaus vorstellen könnte, dass er ein wichtiger Schlüssel ist, das Ganze mit den Vielhasen zu beenden. Oder zumindest sie zurückzupfeifen, wenn das überhaupt möglich ist. Aber trotzdem habe ich meine Sorge, ob da alle wirklich lebend rauskommen werden. Weil klar, jetzt ist Beako da am Ende und sie sagt, sie kann nichts dafür garantieren, dass sie das alles schafft. Nun, hier ist dann die Frage, sagt sie das einfach nur, weil das ihr Charakter ist, Tsundere, oder weil sie es wirklich nicht glaubt, weil sie sich wirklich unsicher ist. Ich könnte mir hier fast beides vorstellen. Aber was denkst du, wie könnte man die Vielhasen am besten besiegen? Gerne ab den Minuten in die Kommentare. Und wie immer, falls du es noch nicht getan hast, kannst du gerne noch eine Bewertung da lassen. Und vergiss nicht, ich habe auch Patreon, Link ist unten in der Videobeschreibung. Und es war schon recht witzig, wie Emilia auf das Lewis-Kollektiv getroffen ist. Das war so wirklich so, okay, interessant. Die erste Sorge, die sie sich macht, ist um die Mutter. Das war schon so ein richtiger Moment, der mehr als zum Schmunzeln war und ich nicht dachte, dass Emilia solche Gedanken interessant. Gut, irgendwie logisch, aber doch irgendwie, ja, out of character, maybe. Davon abgesehen hat mich die Lewis-Sache doch ein wenig verwirrt, was genau da jetzt abgeht. Aber vielleicht wird es ja noch in der nächsten Episode aufgeklärt, was ich persönlich auf jeden Fall hoffe. Das wirkliche Highlight in dieser Episode war ja die Unterhaltung oder Unterhaltungen zwischen Beako und Subaru. Und man hat da die Vergangenheit von Beako eigentlich recht gut und perfekt aufgearbeitet, was auch einfach notwendig war, um ihren Struggle, den sie innerlich hat, viel, viel besser zu verinnerlichen. Und das Ganze wurde einfach noch perfekt untermalt. Immer und immer wieder durch das Voice Acting. Sowohl von Subaru als auch von Beako. Vor allem, man muss einfach auch bedenken, Beako lebt ewig im Großen und Ganzen. Wohingegen Subaru stirbt. Und auch wenn er es schaffen würde, um die 100 Jahre zu werden, ist es für sie nur ein Augenblick. Und das war einfach ein großer Dorn im Auge für sie, was einfach nachvollziehbar ist. Und Subaru geht dann her und sagt immer wieder, aber ich werde diesen Augenblick so mit Farbe füllen, voller Erinnerungen füllen, dass es dir für immer bleiben wird und in Erinnerung sein wird. Die große Frage, die sich für mich halt stellt, ist, Beako weiß das doch.
Sie wird doch von Anfang an gewusst haben, dass egal, wer diese Person ist, diese früher oder später gehen wird. Die Chance, dass diese Person ebenfalls ein Geisterwesen gewesen wäre, ist ja relativ gering. Also was hatte sie sich eigentlich erwartet? Denn so oder so, selbst wenn Subaru gesagt hätte, er ist diese Person, das hätte ja nichts an seiner Lebzeit geändert. Klar, theoretisch gesehen lebt er unter Anführungszeichen ewig wegen seiner Fähigkeit, dass er wiederkommt, wenn er stirbt. Return by Death. Aber das war's dann schon. Und das bringt Beatrice auch nicht wirklich etwas. Weil sie bekommt davon nichts mit. Es sei denn, Roswell würde irgendwie etwas diesbezüglich erwähnen. Was ich ehrlich gesagt auch ein wenig hoffe, dass er vielleicht die Inhalte vom Buch, die er noch weiß, mitteilt. Sodass Subaru sich anderen mitteilen kann und sie ihn mehr verstehen. Das wäre so mein persönlicher Wunsch, dass Roswell sich nächste Episode wieder einkriegt und das im Endeffekt früher oder später mehr früher als später tun wird, wobei ich da persönlich schon meine Zweifel haben werde. Auch wenn er, denke ich mal und hoffe ich mal, sich jetzt an den Vertrag mit Subaru halten wird. Vorausgesetzt, dass das Ganze mit den Vielhasen funktionieren wird, die da alle umzumurksen. Und um nochmal über die Subaru-Berko-Sache zu sprechen zu kommen. Ich glaube auch, dass die Beziehung, die die beiden jetzt haben werden, eher mehr familiär / brüderlich, schwesterlich sein wird, als alles andere. Ich glaube nicht, dass da irgendetwas Romantisches dabei sein wird. Wobei könnte Berko es stören, dass sowohl Emilia und Ram im Weg sind? Vielleicht? Auf eine gewisse Art und Weise? Immerhin hat es sie ja bei Puck ebenfalls gestört, dass Emilia da ist. Mal ganz davon abgesehen, dass Subaru immer wieder gesagt hat, Berko, wähle mich. Und in Klammer gesetzt, und ich liebe Emilia. Was schon ein wenig ein Tritt ist in die Magengegend. Aber ich denke mal, dass sie das auf jeden Fall weiß und in dem Moment wusste. Insbesondere, weil er dann auch noch erwähnt hat, dass sie ihn retten soll. Dass er es nicht alleine schafft. Dass er sie braucht. Bedeutet das dann etwa, dass sie damit einen neuen Vertrag eingegangen sind? Und wenn ja, wurden dann alle Konditionen schon geklärt? Sozusagen, dass sie ihm immer hilft, sie ihn immer rettet und er dafür schaut, dass sie gute Erinnerungen mit ihm sammelt? Ist das der Vertrag? Ich hoffe es mal, weil Subaru hat hier mehrmals sein Leben aufs Spiel gesetzt, Beatrice zu finden, in der kompletten Menschen. Immer und immer wieder durch das ganze Feuer. Was vielleicht jetzt für ihn nicht so schlimm war, weil er theoretisch gesehen wusste, selbst wenn er da jetzt in Flammen aufgeht, kann er resetten, aber zu welchem Preis? Weil dann hätte er sich Roswell 100% beugen müssen. Somit denke ich mal, dass das fast schlimmer gewesen wäre als der Tod selber. Aber nichtsdestotrotz, Props an Subaru, dass er sich das immer wieder und wieder angetan hat. Wobei ich mich halt auch frage, ob Subaru nicht eine etwas andere Route hätte wählen können. Ob er vielleicht hätte sagen können, ebenso etwas wie, die Person kannst du dir doch selber aussuchen und das Ganze so angehen. Vielleicht hätte er damit, wenn er das so gemacht hätte, weniger Stress gehabt, wenn er ihr mehr vor Augen gehalten hätte, eben zu sagen, vielleicht hat das Echidna so gemeint, dass du die Person wählen kannst und nicht die Person zu dir kommt, weil sie die Person ist, sondern weil du die Person ernennst. Klar, man könnte jetzt sagen, dass Subaru im Endeffekt das eh auch gemacht hat, aber es wirkt für mich halt doch etwas komplizierter, als es unter Umständen notwendig gewesen wäre. Bevor es losgeht, davon abgesehen hat mich das Ganze so, dass Subaru, ich glaube halt auch, dass ein Tritt ist in die Magen. Man könnte jetzt sagen, dass Subaru das im Endeffekt, aber es wird. Okay, das war's mit dem Review. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch gerne einen Daumen nach oben. Und einen Abo da, Glocke drücken nicht vergessen. Ich habe auch noch einen Patreon-Account. Link ist unten in der Videobeschreibung, falls du mich dort ebenfalls unterstützen möchtest. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.